glaube, es würde der größte Augenblick in meinem Leben sein, wenn ich zusammen mit meinen Mitbürgern in Berlin durch das Brandenburger Tor gehen könnte an dem Tag, an dem wir über die Schwierigkeiten hinweg sind, die uns jetzt noch gegenüberstehen. Das ist ein Kanzler? Ja. Der bleibt Mensch? Ja. Beides zusammen war das Faszinierende. Der größte Fehler der Politik von Brandt war sein guter Glaube, wenn man mit den Kommunisten verhandelt, könnte man etwas für Deutschland gewinnen. Es bleibt aus dieser Kanzlerschaft das Gefühl, dass demokratische Politik etwas Großes sein kann. Er übersah die ökonomischen Konsequenzen nicht und sein Wunsch, mit der Jugend in Kontakt zu bleiben, führte ihn zur Vernachlässigung von innen- und außenpolitischen Notwendigkeiten, die ich als Notwendigkeiten empfand. 28. September 1969, Wahlabend. Die SPD hat kräftig zugelegt. Als Vorsitzender meiner Partei möchte ich sagen, dies ist das beste Ergebnis, das wir bisher gehabt haben. Doch für die Mehrheit braucht Willy Brandt die FDP. Ein Anruf erreicht den Chef der Liberalen, Walter Scheel. Er hat mich gefragt, kann ich das machen? Ich will der Öffentlichkeit mitteilen, dass ich den Anspruch erheben werde, eine Regierung zu bilden. Und ich frage Sie, ob ich das machen kann. Und ich habe geantwortet, ganz einfach, ja, das können wir machen. Herbert Wehner ist dagegen. Er will die Große Koalition weiterführen. Ich weiß gar nicht, was die Diskussion über die Große Koalition jetzt soll. Sie ist in diesem Augenblick keine sich anbietende Lösung. All dieses wolkenhafte, unstete, zögerliche, was oft um ihn war, war plötzlich ganz weg. Er war gelöst, entschieden und gab mir die Hand und sagte, wir machen es. Brandt setzt sich durch. Drei Wochen später steht das Palais Schaumburg, Sitz des Kanzlers, für den neuen Mann bereit. Ich frage den Abgeordneten Brandt, nehmen Sie die Wahl an? Ja, Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Ich stelle fest... Unter den ersten Gratulanten ist auch Herbert Wehner. Er übernimmt die Schlüsselposition, Fraktionsvorsitzender der SPD. Die aufrichtigen Glückwünsche des Hauses aus... Das war aus der Sicht der breiten Massen die glücklichste Stunde oder die glücklichsten Jahre der Bundesrepublik Deutschland. Dass nach so vielen Jahren der Zementierung, zum Teil ja auch Restaurierung, nun endlich Türen aufgerissen worden sind. Es war eine verkehrte Politik. Wir haben den Kommunismus stark gemacht und die Demokratie geschwächt. Sie haben ja auch nichts damit erreicht. Zum ersten Mal Machtwechsel in Bonn. Der offizielle Standard des Kanzlerwagens wechselt den Besitzer. Ins Palais Schaumburg zieht mit 55 Jahren der bisher jüngste Bundeskanzler ein. Nach 20 Jahren CDU-Regierung herrscht Aufbruchsstimmung. Mit dem neuen Kanzler kommt ein neuer Stil. Auch im Umgang mit der Macht. Er war ein Chef, der gut genug war, seine Mitarbeiter frei arbeiten zu lassen, selbstständig arbeiten zu lassen. Es war eine richtige Freude, für und mit Brandt zu arbeiten. Er hat seinen Ministern relativ viel Freiheit gelassen. Vor allen Dingen hat er seinem Kanzleramtsminister zu viel Freiheit gelassen. Was einer der Gründe dafür gewesen ist, dass die Disziplin, die natürlich ein Kabinett braucht, ein bisschen gelitten hat im Laufe der Jahre. Ich nehme an, dass keine Abstimmung stattfindet. Er hat eigentlich
durch Diskussion und am relativ langen Zügel geführt und nur, wenn es unumgänglich war, Weisungen gegeben. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Mehr Demokratie. Ein plakatives Wort für innere Reformen. Doch mehr noch geht es Brandt um Öffnung Richtung Osten. Auch wenn zwei Staaten in Deutschland existieren, sind sie doch füreinander nicht Ausland. Ihre Beziehungen zueinander können nur von besonderer Art sein. Die Sensation. Zum ersten Mal bezeichnet ein Bundeskanzler die DDR als Staat. 8 Jahre vorher war Brandt erstmals Kanzlerkandidat der SPD. Klaus Schütz, sein Freund und Mitarbeiter, studiert beim großen Bruder, wie man Champions macht. Ich bin ja von ihm direkt zum Wahlkampf von Kennedy Nixon rübergeschickt worden, um das mit anzusehen. Mit einer unvermeidlichen Folge. Das Privatleben wird öffentlich. Als ich mit dem Kind schwanger war, das war Wahlkampf, und dann hieß es, das wollen die auch wie die Kennedys machen. Es war von Amerika abgeguckt, das Campaigning. Also Kampagnen machen mit viel Rummel. Ich mochte das überhaupt nicht, weil es so den Eindruck machte, das ist ein Karussell. Das bimmelt, dreht sich, ist bunt und kommt nicht von der Stelle. Schöne Mädchen gehen nicht mit jedem Mann, nur mit einem, den man wirklich liebt. Nur mit dem, der etwas tun und nicht nur reden kann. Und der weiß, was Mädchen sich wünschen, er sichert sich den Platz. In den Herzen für ihn gibt's keinen Ersatz. Von Wahl zu Wahl ist das Palais Schaumburg dem Kandidaten näher gerückt. Genosse Trent beschert ihm stetige Gewinne. Nun hat es Willy Brandt geschafft. Mit seinem Kabinett verordnet er dem Land Reformen. Seit Jahrzehnten hat sich Brandt für dieses Ziel in die Riemen gelegt. Er gibt sich unkonventionell. Der Ehrgeiz fordert seinen Preis. Familienleben, Fehlanzeige. Höchstens für die Kameras. Ja, wirklich Zeit hatte er natürlich nicht. Ich denke, dass er schon sich darum bemüht hat, aber nein, eigentlich nicht. Also nein. Er ist doch ein unglaublich einsamer und vereinsamter Mensch gewesen. Und das ist gar nicht erklärbar ohne diese Kindheit und diese Jugend. Geboren wurde er als Herbert Frahm in Lübeck, unehelich in ärmlichen Verhältnissen, im Jahre 1913. Da wachsen sie auf ohne Vater, wohnen dann auch nicht bei der Mutter, geben den Großvater als den Vater aus oder er gibt sich als dieser aus. Und da kommt sonst so eine ganze Menge zusammen. Daraus wird dann so eine Frühexistenz, der gegenüber sie sagen, wenn sie etwas älter werden. Also das isolieren wir mal, lassen wir mal einen Abschnitt für sich bleiben. Der eigene Sohn macht's nach. Der Vater war in seiner Jugend radikaler Sozialist. Doch das ist lange her. Es gab eine heftige Auseinandersetzung auch mit persönlichen, gegenseitigen Vorhaltungen. Und es gab auch eine Routine des Gesprächs, die ich im Nachhinein nicht ganz befriedigend finde. Aber da würde ich mir selber auch mit die Schuld dafür geben. Ja, irgendwas würde ich trotzdem ganz gerne essen. Wir fahren mit dem jetzt. Peter Brandt fängt 68 zu studieren an. Es ist die Zeit der APO, der Revolte gegen die Väter, gegen das Establishment. Auch in der Familie Brandt. Die heftigen Demonstrationen führten dazu, dass dann eine Gruppe, ich weiß nicht mehr, von 100, 200 oder 300 Personen eingekesselt und verhaftet wurde. Und da kam man dann erst mal 36 Stunden ins Polizeigefängnis, wurde erkennungsdienstlich behandelt.
das gab dann ziemliches öffentliches Aufsehen und man hatte dann einen Punkt, den man also auch dem Willi um die Ohren hauen konnte, dass sein Sohn da solche Spirenzchen macht. 2 Jahre vorher hat Wehner, der Zuchtmeister der SPD, seine Partei ins Bündnis mit der CDU geführt, mit Vizekanzler Willy Brandt als Chef des Außenamts. Er zeigt sich als begabter Mann von Welt, von Bonn bis Marrakesch.